Hallo zusammen, ich habe hier einen fast Standard-Kühlschrank, ein 106N für normal. Und dieser Kühlschrank ist hier Standard rechts angeschlagen. Man kann den aber umwandeln, das heißt, man kann hier die Scharniere von unten lösen und den Griff umsetzen. Und dann geht die Türe auf die andere Seite um. Ist also ein Aufwand von ca. 15 Minuten. Am besten den Schrank auf den Rücken legen. Wir haben eben gesagt, hier ein kleines Eisfach. Wir haben zwei Tablare drin und wir haben zwei solche Gemüseschalen drin. Und die Türen, hier gehen 1,5 Liter Flaschen rein. Wir haben eine Innenbeleuchtung. Und wir haben hier oben ein externes Kühlaggregat, das ist lose. Wir haben auch hier ein Seccop-Kompressor, ehemals Danfoss, ein BD35. Das ist also ein Standardkompressor, wie er zu zigtausenden verbaut wird. Das ist der meist verbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Wir sehen hier diese Leitung, das ist die Kälteleitung, also ihr könnt mit diesem Aggregat daneben fahren, unten hinfahren, links oder rechts fahren. Standard ist 1,5 Meter, auf, als Option, da kommen wir nachher dazu, könnt ihr die Leitung haben bis 10 Meter oder auch als Option mit Tränkkupplungen, dann sind hier Kupplungen, das sind so Schraubkupplungen, die sind vorgefüllt, die könnt das Aggregat trennen bzw. kriegt es getrennt, könnt es zusammenschrauben und der Kühlschrank ist kältetechnisch betriebsbereit. Wir haben hier einen 12 Volt Anschluss als Option, gibt es natürlich auch mit Vorrangschaltung 230 Volt, das zeige ich euch nachher. Was hier an diesem Kühlschrank verbaut ist, das ist jetzt Sonderanfertigung auf Wunsch, könnt ihr auch bestellen. Standard haben wir hier 1,5 Meter Leitung, hier ist jetzt 3 Meter Leitung. Und das ist ein Digitalthermostat. Das heißt, der wird extern eingebaut und ich kann hier mit der Set-Taste zweimal drücken, dann sehe ich hier die Temperatur von 5 Grad. Das ist die sogenannte Solltemperatur, die sein sollte im Kühlschrank. Und wenn ich dann eine gewisse Zeit nichts mache, um die 20 Sekunden, geht er wieder zurück und nochmals zurück, dann sehe ich die Ist-Temperatur. Also ich habe immer eine Anzeige der Temperatur, die hier im Kühlschrank ist. Das ist eine Option, ist nicht im Katalog, könnt ihr bestellen, Digitalthermostaten, externer Digitalthermostat, kostet 120 Euro. Und jetzt seht ihr hier wieder die Temperatur im Kühlschrank. Ja, das ist dieser Digitalthermostat. Normalerweise befindet sich solch ein Drehthermostat im Kühlschrank, der von Minimum, also ihr könnt den abschalten, und auf Maximum und so die Temperatur einstellen. Ausschalten beim über den Drehknopf und hier haben wir den Einschaltknopf. Hier kann ich lange drücken, das ist eine Kindersicherung. Da muss ich 5 Sekunden drücken, dann geht der Thermostat aus, also die Anzeige geht aus und somit auch der Kühlschrank. Wenn ich dann wieder 5 Sekunden drücke, dann kommt auch die Anzeige wieder und so habe ich wieder den Kühlschrank eingeschaltet. Diesen Katalog hier, den Katalog Kompressorkühlgeräte für Boot und Caravan, den verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und ihr findet hier drin ein Datenblatt über den Kühlschrank mit Zeichnung, ein kleiner Beschrieb und hier die 133 Liter Inhalt,
Und hier unten habe ich dann den Stromverbrauch. Den Stromverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, das sind 12 Watt. Ich habe jetzt hier daneben eine Batterie gestellt. Das ist eine Lithium-Batterie, Lithium-Eisenphosphat. Diese hat eine Kapazität von 150 Amperestunden oder 1920 Wattstunden. Wenn ich jetzt 12 brauche, Watt pro Stunde, und die hat hier 1920, dann habe ich hier etwa 150 Stunden, kann ich diesen Kühlschrank an dieser Batterie bei 5 Grad innen und 25 Grad außen betreiben. Gehen wir hier weiter. Bei 5 Grad innen und 32 Grad außen braucht der Kühlschrank 21,16 Watt. Wenn ich dann die Batterie wieder hier habe mit 1900 Wattstunden und ich brauche 21 Wattstunden, dann sind das circa 90 Stunden, die ich diesen Kühlschrank betreiben kann. Der Anschlusswert, die 70 Watt, das ist einfach der Maximalstrom, der bezogen werden kann. Das Gewicht 26 Kilo erklärt sich eigentlich automatisch. Und wir kommen hier zu den Optionen. Wir haben zwei Geräte. Wir haben den normalen und wir haben die F-Version, also Flachrückwandverdampfer ohne Eisfach. Da mache ich euch einen Link in der Endcard. Und wir haben hier Voroptionen. Wir haben die Vorhangschaltung 230 Volt. Das ist, ihr könnt den Kühlschrank dann über 12 Volt betreiben und 230 Volt. Ich sag mal, wenn ihr viel im Landstrom sind, also auf dem Campingplatz oder im Hafen, und ihr wolltet sogar im Hafen den Kühlschrank dauerhaft betreiben, dann empfiehlt sich das. Dann könnt ihr den Hauptschalter rausmachen vom Boot und der Kühlschrank läuft weiter das ganze Woche, bis ihr am Wochenende wieder aufs Boot kommt. Ja, dann habe ich die Kupplungen schon erwähnt. Die Kupplungen sind ein Aufpreis. So kann ich die Leitung trennen. Dann LL, längere Leitung bis 10 Meter. Und dann habe ich noch einen Einbaurahmen dazu. Das ist ein Rahmen drum. Braucht man eigentlich nur, wenn ich eine flache Front habe und ein unsauberes, ausgeschnittenes Brett. Meistens im Wohnwagensektor wird links und rechts ein Brett gemacht und dann kann ich vom Kasten nebendran den Kühlschrank anschrauben. Was hier nicht im Katalog drin ist, ist der Digitalthermostat. Das wird momentan sehr oft angefragt, dass die Leute schauen können, was habe ich hier für eine Temperatur im Kühlschrank. Auch eine genaue Anzeige, auch eine genaue Steuerung. Ich mache euch hier oben einen Link von dem 106F, also der Kühlschrank ohne Eisfach. Und dann verlinke ich euch unten die Batterie. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.